Willkommen zu diesem Video. Heute bin ich wieder im Boot drinnen. Und ich habe wieder etwas verändert. Und zwar ist es unter der Lobby, was ich verändert habe. Da habe ich gerade den Durchgang gemacht, das mache ich wieder dazu. Und zwar habe ich das hier gemacht. Hier. Ein Block, dann hier ein Command-Block. Da steht eigentlich nur Test-Block for at AR gleich 20. Das soll nur. Also, das ist. Fehlgesetzt. Test for at AR gleich 5. Das prüft, ob hier oben gerade ein Spieler gespawnt ist. Denn der Spawn hat 5 Blöcke über diesen Command-Block sein, deshalb ist der Radius bei 5. Befehl gesetzt, Test for at AR gleich. Ja, man kann, sobald da ein Spieler ist, steht da, wird dieser Command ausgeführt. Kill at E Typ gleich Boot. Also alle Boote, die sich auf der Rennstrecke befinden, werden gelöscht. Die werden aber als Items kommen, wenn man ja so ein Boot wegmacht, dann kommt es ja auch so als Item dahin. Und das ist doof, ist schon, weil die Spieler es aufsammeln könnten und da dann ein bisschen Kacke anstellen könnten. Also. Und deshalb ist hier noch der Command-Block da mit dem Command Kill at E Typ gleich Item. Befehl gesetzt, Kill at E Type gleich Item. Das heißt, der Command-Block killt dann alle Items. Das können wir mal, ich kann das mal zeigen. Weil wenn an der Lobby Boote sind, da geht es dann auch, da werden sie dann auch gelöscht. Also jedes Boot, das sich irgendwo da befindet, hat. Jetzt mache ich mal das Loch zu, denn das brauchen wir nicht mehr. Also guck mal. So. So wird gerade kein Boot gespawnt. Kann es damit zu tun haben, dass ein bisschen laggt. Ich kann gerade keine Boote. Ah, jetzt. Das liegt daran, weil es laggt. Ich weiß nicht warum, aber. Also, ich gehe jetzt. Ja, die war. Da ist irgendwann ein Grafikfehler. Aber ich zeig's euch jetzt. Also. Ja, das ist jetzt halt. Schlecht, dass die verschwinden, wenn man zu nahe kommt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht waren das zu viele. Ihr seht, jetzt war das als Item. Und das Item ist verschwunden. Nochmal. Warte mal, ich glaube jetzt. Oder. Das Boot verschwindet, wird zum Item. Und das Item verschwindet auch. Und genau das gleiche wird dann auch auf der Rennstrecke passieren. Sobald das Rennen fertig ist, denn der Command wird ja erst ausgeführt, wenn man wieder hier hin teleportiert wird. Und da wird man ja hin teleportiert, wenn die Strecke aus ist. Dann werden ja die Boote weggemacht und die Items auch. Und ich finde, so einfach kann es
Also wir sehen, wir haben noch hier so den Platz für diese Rennstrecke. Ich muss jetzt das Video beenden, Speicher voll. Ich sag dann mal Tschüss.